Das alles macht halt auch keinen guten Charakter am Ende. Sorry. Breo, hi! Schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Mittag. Breo. Oh, jetzt wird's aber hier richtig gruselig. Die Stimme ist ja verdammt. Die Stimmung wächst. Jetzt wird's sexier mal. Hat Oma mal sie schlachten, ja oder nein? Wir lassen ihm mal noch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja, bitte. Das zu beweisen. Etwas Gnadenfrist hier. Ganz ehrlich, kaum ist Prio hier im Chat, schon sind alle Höschen feucht. Aber sowas von. Inklusive meins. Was? Ja, oh, Scheiß, die Stimme ist wirklich geil. Aber. Der Wahnsinn. Ich trinke auf dich, Tinker. Tatsächlich ist meine Stimme jetzt gerade sogar relativ hoch in meinen Verhältnissen. Mhm. Oh, okay. Ich muss die Ameise mal noch ein Tick. Ich muss aber auch dazu sagen, von diesem Bass übertönt. Aber Leute, ich muss dazu sagen, ihr wollt Preo niemals als Killer haben. Nein. Niemals. Nein. Das sage ich jetzt schon auch schon, ja, auch definitiv. Der hat halt einfach über 2000 Spielstunden. Ja, das ist einfach mies, ne? Dann, der killt halt einfach viel zu gut. Das ist nicht gut. Der killt halt einfach viel zu gut. Ist einfach so, es tut mir leid. Ich hatte jetzt schon mehrmals... Du spielst immer nur das Spiel, oder? Jeder Killer in Real Life könnte sich eine Scheibe von ihm abschneiden. ich sag's mal so, wenn ich Killer spiele, vor allem bei einer Kill Your Friends Lobby, dann spiele ich den Killer. Ja. Im Real Life. Wie auch im Spiel. Bedeutet, ich bin dann auch so ein. Oh. Da ist ja noch ein Joker mit drin. Meine Frage, ne? Ist das wirklich original gerade? Ja, kannst das ist das? Original, ja, ja. Alter! Warte, feier warte, ich. Ich kann's dir auch beweisen. Warte, ich mach mal die Kamera an. Wo ist das richtig? Discord. Guckst du Discord? Also, bei mir ist da. Okay, er ist da. Warte, ich sehe ihn. Also, wie gesagt, das ist meine normale Stimme. Aber ich weiß ja nicht, was du hast, aber Ende sind hier. Ich verstelle nur meine Stimme. Geil. Borim hat gerade geschrieben, Junge, Preo hat so eine tiefe Stimme, sein Adamsapfel hat wahrscheinlich die Größe der Melone. So ein Ding, so ein Euter da unten hängen. tatsächlich gar nicht. Mein Adamsapfel ist relativ klein. Ich habe mir aber meine Stimme antrainiert. Wahnsinn, bedeutet, meine Stimme ist nicht natürlich. Mhm. Ist definitiv komplett kaputt. Mhm. Aber ich mag den Klang. Genial. Den Klang mag jeder. Hast du schon mal überlegt, ob du so Dings machst, so Synchronsprecher oder irgendwas? Das ist, glaube ich, richtig. Lustigerweise, ich synchronisiere tatsächlich gerade ein Horrorspiel. Aber mal. Also jetzt noch kurz an die Frage, Saika und Flixi, ist es okay, wenn ich kurz Werbung mache? Ja, darfst du. Ja, klar. Nice. Wenn ihr Bock habt. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen in Anführungsstrichen, ihr könnt es euch auf die Wunschliste stellen. Auf Steam, Fate, Chapter 2, The Beginning. Okay. Und da bin ich die Stimme des Hauptcharakters. Das hört sich irgendwie nach einem Horror-Game an oder so, ja. Kann das sein? Ah. Ja, was denn sonst? Was mit deiner Stimme? Kriegst du auch noch kurz ein Shoutout bei mir? Sehr gut. Ja, warte, bei mir gibt's denn auch noch. Ich stimme es jetzt überfordert. Du könntest halt auch tatsächlich einen Drachen in einem Fantasy-Rollenspiel sprechen. Tink hat eine wundervolle Idee, die ich vermutlich bald auch umsetzen werde. Sie hat nämlich Creepypastas rausgefunden, die ich copyright-frei lesen kann. Und da dazu dann ein bisschen. Das ist lecker. So, und dann tatsächlich so rede mit dem Chat. Und lese die Geschichten vor, die durch einen dunklen, düsteren Wald von Dannen ziehen, während der Nebel langsam aufkommt und der Mondschein durch die Nebelschwaden über den Boden wabert. Ja. So ein bisschen was habe ich vor. Okay. Saika, guck mal, wie ich da sitze. Krieg jetzt schon Gänsehaut. Warte. Ich gucke. Oh, Flüxi.
Tinker, ich weiß nicht, wer Prio ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, der Gorim auch so. Ich kack mich gehört, voll. Das ist ein richtiges Arschloch. Mit einer richtig, richtig scheiß Stimme. Gespaltene Persönlichkeit auch noch am Start. Alter, ich feier. Gleich mal Follow reinballern. Tinker und ich vertragen uns richtig, richtig gut. Deswegen okay. Mobben wir uns ab und dann sehr gerne. Und dann sehr gut. Das ist glorious, das macht richtig Spaß. Ah, zu jeder guten Freundschaft gehört ein bisschen Mobbing. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und nur dann ist es eine gute Freundschaft. Was? Ey, ohne Scheiß. Ich finde es so dumm. Ich finde es so dumm. Ich mache ja meine Ausbildung zum Jugendheimerzieher. Mhm. Ich schreibe morgen Psychologie. Bisschen nervig. Aber was soll ich tun? Mache jetzt gerade eine Pause. Und ja. Mal als Frage. Ja? Wann schätzt ihr, beziehungsweise ab wann schätzt ihr, zählt es als Mobbing? Oh. Oh. Das ist jetzt eine gute Frage. Vom Befinden des Gemobbten her. Nein. Ja, mein Clown. Der Clown, nein. Nein, nicht den Clown. Nur natürlich bringst du mir den Clown direkt in die Füße. Lustigerweise tatsächlich nicht. Das hat nichts mit dem Empfinden des Opfers zu tun. Mhm. Nichts. Ich finde das so schwachsinnig. Wenn das Gelüste des Mobbers oder wie oder was, also eher in die andere Richtung. Auch nicht. Auch nicht. Es gibt tatsächlich eine Festlegung, ab wann es als Mobbing zählt. Vorher ist es nur Schikanieren. So, oh, ja, okay. Sorry, aber Schikane ist doch auch schon schlimm. Prinzipiell ja. Aber es sind 6 Monate. Alles unterhalb von 6 Monaten zählt nicht als Mobbing. Okay. Das ist... Ich finde das so schwachsinnig. Es kommt doch auch auf die Psyche der betroffenen Person an, wenn die Psyche mit Schikane auch gar nicht klarkommt. Ja, aber gesetzlich, ja, also du kannst als Polizist oder als Jugendsozialarbeiter oder ähnliches, kannst du erst was dagegen tun, wenn es ein halbes Jahr lang ist. Vorher darfst du nichts tun. Das ist so schlimm. Mhm. Das ist echt bescheuert. Ja. Gut, vorher müssen halt Lehrer etc. Vorgesetzte intervenieren und so Zeug, ne? Ja gut, aber ja, das ist dann auch... Als Pädagoge oder als Polizist darfst du nichts dagegen intervenieren. Das ist dann auch wieder so richtig bescheiden für die Opfer, weil die denken sich dann auch, jo, ich sag schon, dass man gemobbt wird und schikaniert und sonstiges und dann darfst du als Mitarbeiter oder als Hilfsperson in dem Moment darfst du halt gesetzlich nichts tun. Das ist total behindert. Da kriegt doch jedes Opfer sofort das Gefühl, wozu sag ich denn, wozu sag ich überhaupt was? Es passiert ja eh nichts, ne? Es ist ja eh... Ach, es ist sinnlos, sich Hilfe zu suchen in dem Moment. Das ist die Message, die darüber kommt. Und das finde ich richtig schlimm. Das sagen wir auch bei uns in Ausbildung. Da muss dringend... Oh je, da kommt der Clown. Hilfe! Nein! Geh weg! Wir sind in einer Rechtsprechung. Fuck. Preo, ich bin da, wo du gehangen bist, wenn du geheilt werden musst. Ich bin fast voll. Ich hab. Nein, der Clown! Entschuldigung! Ups! Ich hab Self-Healing eigentlich immer bei. Weil meistens habe ich Solo gespielt und da kannst du die Kapitelzeit nicht verlassen. Ja, das stimmt. Ich hab's mittlerweile auch dabei. Also, ich hab's gar nicht dabei, weil ich spiele meistens gar nicht erst solo. Ich versuche immer mit anderen zu spielen, aber wenn ich mal solo spiele, dann habe ich aber auch meistens immer Teammates dabei, die mich auch heilen oder holen oder sonstiges. Ja, das Ameise, ist kleiner Moment, ich mach gerade noch den Champ-Pedal. Cool, alles gut. Cool. Auf dem Weg. Ich hänge einfach so rum da. Ne? Jo, Dankeschön. Abhängen geht immer. Ich bring den Clown mal von euch weg. Der ist gerade hinter mir her. Siehst du, wie schnell es geht? Vollgas. Du dumme Sau. Ja, du kannst nach mir werfen, was du willst, du Sau. Ah! Verdammt. Oh mein Gott, ist das ein Hase? Hat er sich als Hase? Nee, Elefant. Oh, willst du mir deinen Rüssel zeigen? Oh, willst du mal einen richtigen Hasen sehen? Ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Oh, shit. Mobbing finden 9 von 10 okay. Ja. Ja, 9 von 10 finden das immer cool. Und wie ist das so, meinen spitzen Hut zwischen den Beinen zu haben? Ja, schon schmackhaft. Ja, nein.
Ich versuche mal den Jen weiterzumachen, wo er mich weggejagt hat. Nee, ich hätte gerade einen sehr bösen Satz raushauen können. Wie steht ihr zu Humor Frauen gegenüber? Zu was? Humor Frauen gegenüber. Humor? Ich zu Frauen. Kommt drauf an, ne? Nein, mit Humor Frauen gegenüber. Ich mag Humor. Ich auch. Okay. Ich meine, nicht jeder hat denselben Humor, ne? Aber... Eine Frau ist ja ein echt wahrhaftiges Humor. Ja. Wenn man einer Frau es überall gibt, kann man eine Weltreise machen innerhalb von wenigen Sekunden. Entweder du hörst das mehr oder du riechst das. Ja! Sehr fein. Damals ist tot, ne? Mein Humor. Was? Hast du das Quicktime-Event nicht gemacht? Mit Messer und Gabel. Nee, ich hab ja keine Ahnung. Das Einzige, was ich momentan wusste, war irgendwie Generator reparieren und das, weißt du. Das ist, wenn du das zweite Mal hängst, dann kommt auch so, dann erscheint auch so ein Kreis mit, wo du dann ich im richtigen Moment drücken musst. Und dann hältst du länger durch am Haken. Na gut. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Das kriegst du schon auch hin. Da wächst man rein, keine Sorge. Ja. Ich esse Humor zum Frühstück mit Messer und Gabel. Ja, Tinker auch immer. Du bist ja auch so unser, ne? Unser humoristisches, kleines, süßes Etwas. Kleines, süßes Etwas? Ja, ich denke mal, Tinker ist klein. Also, sag ich klein. Sag mal, bist du bei Preo in der Nähe? Nee, ich bin sehr weit weg von Preo. Dann geht's. Ich hab den Gen jetzt gleich auch fertig. Also langsam wird's auch knackig. Ja, ich komm. So. I'll be on my way. Ich hab den Clown in der Nähe. Und er ist wieder hinter mir her. So eine verdammte Scheiße. Nein, verpiss dich doch, du dumme Sau. Ja, lach auch noch so dreckig, du scheiß Vieh, ey. Du musst halt darauf achten, dass ich stream friendly bin. Oh Mann, sei doch nicht so. Frauen müssen mit Porsche gemeinsam. Weiß ich nicht. Na, es ist verdammt schwer. Wenn man erst mal drin ist, fühlt man sich sau wohl. Du bist so scheiße. Oh ja, okay. Ja. Wickel. Ich wickel doch. Oh, yes. Mist. Ich hab nur ein Lied zitiert. Das ist Benjamin Blümchen. Ja, ist so, ne? So rosa Benjamin Blümchen ist das. Oh ja! Sie hängt mich ab. Dankeschön. Ja, ich hab den Clown mal mitgenommen. Okay, der Clown hat von mir abgelassen. Er kommt zu euch. Geh, okay, lauf. Ich hing noch nicht. Du hingst schon. Benjamin, du hingst auch gar nicht. Stimmt. Diese beschissene Link-Monster in Yu-Gi-Oh! Verdammt, er hat mich. Er ist nicht reingefallen. Schiede. Da kommt die nächste Mal, wenn ich das sehe. Ich hörte meinen berühmten Namen. Erstmal Geldlatzen. Ja, Schatz, wir können nichts dafür, wenn du Benjamin heißt, ne? Wir können auch nichts dafür, dass du damit gemobbt wurdest. Das kann man ja selber machen. Ja, gut. Es ist nur ein gutes Kettenhemd, wenn es aus Mistil ist. Das stimmt. Aber für die Gegner So, Leute. Ich gehe mal zu Fluxy. Oder ich versuche zu Fluxy. Lass dich dein. Ja, nee, ich hab dich gleich. Und natürlich, wie groß ist bitte die Hitbox von dem scheiß Rauch? Ziemlich groß, das ist richtig ätzend. Natürlich. Komm, ich heil dich. Na, warte. Ich heil dich, weil ich werde automatisch geheilt. Hm. Ich bin tot. Oh no. No. Oh no. Oh no. Welcher Gen fehlt? No. Ein Gen fehlt. Ist der im Haupthaus schon gemacht? Habt ihr den fertig gemacht?
Ich habe hier hinten noch ich war im Haupthaus noch nicht drin. Ich habe hier draußen ist noch ein Gen, fertig ist. Atme ich. Ja, das finde ich jetzt nicht so cool, ne? Wo liegst du denn? Nee, ich lieg noch nicht. Aber gut. Wie kalt ist es bei euch eigentlich? Fuck. Sehr kalt. Wird's im Park kalt? Ich habe so komische Emotes von so Streamern, die ich nicht mehr geschaut habe. Ja, geht mir auch so. Ich krieg ständig irgendwelche Abos von Streamern, die... Da habe ich kein Follow hinterlassen und nix. Und trotzdem kriege ich irgendwelche Abos. Ja? Habe ich gerade gespottet worden. Letztens eins bei Lost Kitten gehabt. Ein Abo. Wo ich noch nie bei ihr war. Eins, zwei Lost Tippen. Ja, scheiße, Flüxi. Das habe ich gerade verstanden. Ja. Lost Kitten. Achso, Lost Kitten. Ich war gerade so eins, zwei Lost Tippen. Was? Wo läuft der hin? Läuft der in meine Richtung oder läuft er woanders lang? Der läuft in deine Richtung. Okay, dann mache ich mich mal on the way mit einem großen Bogen in deine Richtung. Also entweder hat man diese Bots, die ständig, ich komme. Die sich ständig besiegen lassen selbst. Oder die Idioten, die ständig ihre Monster spammen. Yu-Gi-Oh! Ist richtig verkommen mittlerweile. So, wenn ihr jetzt Pech habt, fängt er an zu sluggen. Zu was? Sluggen bedeutet, einen blutig auf den Boden schlagen, den anderen dann also liegen lassen. Und den anderen suchen. Ja. Weil ihr habt beide zweimal gehangen, dementsprechend ihr sollte wissen, dass alle gehangen haben. Zweimal. Dementsprechend könnte er jetzt anfangen zu schlagen. Ja, das ist ja nicht so cool. Ja. Also der Gen, an dem ich gerade eben war, der ist in der Nähe vom Ausgang. Ja. Den hatte ich zur Hälfte fertig. Wenn wir schnell sind, kriegen wir den. Ja, aber der Killer wird dann direkt zu euch laufen, ne? Ja, ja, das ist schon klar. Da vorne, der da hinten. Ja. Ja, er war schon Seika hier. Seika und Flixi sollten ja wissen, wie alt ich bin. Ja, yep. Jetzt fände ich es mal richtig interessant, mal zu hören von Chino und von der Ameise, wie alt ich bin. Ich sag mal nur roundabout um die 30 bist du. Anfang 30. Okay. Und Chino, was sagst du? Dem stimme ich zu. Ich bin 23. Ach, jetzt hör auf. Nein. Du bist doch selben Zwerg, oder? Ich bin 1. 73? Nein, war gewünscht aufs Alter gesehen, weil du eigentlich schon mit deinem Baden so wirkst, halt natürlich älter, ist ja logisch. Er ist kleiner als ich. Aber sowas ist immer geil, also auf der einen Seite, wenn man Wenn man jung ist, ne? Aber umgekehrt. Na, heiß, lässt er mich liegen. Er lässt mich liegen. Ja, das ist nicht gut. Ja. Jetzt flackt er. Ja. Deswegen hielt ich bitte hoch, Flixi. Flixi, Mama, darf ich die Ameise grillen und essen? Nein! Lohnt sich doch eh nicht. Nicht vor dem Abendessen. Du musst schon jetzt einen Ameisenhaufen essen. Ja. Ich mache mir gerade so ganz dezente Zöschen. Oh, die ganze Zeit fressen hier. Wer ist meine, das? Einer bekommt mit 33 immer noch keinen richtigen Bart. Oh, ich hätte jetzt auch gern was zu essen. Ich hab noch... nee. Lass mich doch leben, bitte! Hol mich! Ich komme! Voller Körpereinsatz! Aber bitte rettet mich! Ich möchte nicht nur ein Zwerg gefrühstückt werden. Zwerg. Geh zum Ausgang! Ja, auch nur, rette dich! Bitte! Männer werden 7 Jahre alt, dann wachst du nicht. Die Spielzeuge werden größer und teurer. Oh ja. Voller Körpereinsatz! Woo! Ach, das ist eine erfolgreiche Runde. Absolut. Ja. Ich freu mich nur auf die Fotos von den Dingen für Dinge. Was?
Die hast du vorhin angesprochen, Jess. Links, 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 links. Im Haus drin. Okay, ich sind denn eigentlich. Ja! Ja! Wuhu! Sehr gut, Flüxi! In den Lurper. Danke, Tali. Wenn jetzt einer ein falsches Wort über Zwerge verliert, dann gibt's auf den Sack. Zwerge sind cool. Kommt. Alle Flieger. Dann gibt's auf den Sack. Das ist natürlich der einzige Ort, den Zwerge erreichen können. Ja, ganz genau. Von Tinker Zwerge gibt's auch Gigi, Flüxi. Dankeschön. Sehr gut. Hauptsache einer hat überlebt. Also ich darf auf jeden Fall was gegen Zwerge sagen, weil der Zwerg will mich fressen, hallo? Ja, du darfst. du darfst deine Ameisenarmee holen. Au, ja genau. Ja. Wie läuft's? Ganz gut läuft's. Ich hab grad das Lupenspiel gewonnen. Ja. Hängt ab wie immer, ja. Ja, Shanks, ich bin auch ein Zwerg. Ja, Tinker, wie groß bist du denn? Bei Zwergen denke ich nicht an der Ahu, da denke ich eher, hey ho, hey ho. Ja, Ameisen wird dann Fuck, warte ganz kurz. Das muss ich jetzt ganz kurz gucken, ey, suchen, wie das heißt. Oh hi ja, ho, Dings war das, Stewitschen. Wir singen und sind froh, fa la 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 la, hey ho. Eine Zwergenschach, ja. Hab's ja eigentlich jetzt gewusst, dass ja bei Disney's Schneewittchen als Prinz Schneewittchen da mit dem Kuss wieder zum Leben erweckte, dass es eigentlich gar nicht so war, sondern dass das er nicht tot war. Das ja, ist der Kuss der wahren Liebe. Ja, aber das ja. Mach mir mein Disney nicht kaputt, das ist der Kuss der wahren Liebe, den ja, gibt's. Ja, das ist aber, das, pass auf, weil der Prinz ist der Engel, der sie dann ins Himmelreich holt, weil am Schluss ist ja dann das Schloss im Himmel. Hm. Mhm. Hat man es aber auch nicht gesehen, gell? Bestimmt. Aber ich kenne auch noch die Version, dass die Zwerge, einer der Zwerge stolpert, wo sie ihren Sarg tragen und dann fehlt dieser gläserne Sarg runter und dadurch wird dann angeregt, dass sie dieses Apfelstückchen wieder aus... Ja, das ist aber nicht Disney. Das ist nicht Disney. Das ist genau, das ist die Originalgeschichte. Mit richtigen Schauspielern, genau. Also ich sag's mal so, ich habe das richtige Zwerge die rausgefunden. Ja. Ja. Hi, ho! Die sind klein und zart. Zwerge tragen einen Bart. Zwerge sind so dumm wie Stroh. Zwerge gehen zu siebt aufs Klo. Zwerge sind zu gar nichts Nutz. Zwerge machen nichts als Schmutz. Zwerge sehen das anders, weil Zwerge. Nur ein Vorurteil, ein Zwerg ist größer als man glaubt. Ein Zwerg. Es ist überhaupt ein Zwerg. Zwerg. Das, was du nicht siehst. Ein Zwerg. Findet Schneewittchen süß. Der Gorim, jetzt reicht. Ey, Ameisen kannst bereit machen. Oh ja. So. Zugabe, Flieger will eine Zugabe haben. Wieso will der echt eine Zugabe? Alles Orks hier. Warte. Hast du etwa ein Problem damit, dass ich ein Ork bin? Oder muss ich dir etwa deine Kameraden verspeisen? Also jetzt möchte ich mal ein kollektives Oh hören, weil die Tinker ist 1,56 groß. Oh. Oder mal rückwärts. Das ist 10 Zentimeter klein. Jeder. Hau. Aber kannst du auch hochschalten. Sehr schön. Ich merke, unser Humor ist wieder an einen Punkt angelangt, der sehr unterhaltsam ist. Ist voll in Ordnung. Tinker, du bist wundersüß und wunderhübsch und super süß. Richtige, ich finde das so maximal putzig, sowas. Ich finde sowas maximal putzig. Ich feiere sowas. Ich bin auch nur 5 cm größer als Tinker, also ich alles cool. Ich bin auch immer bei meinem Freund der kleine Rucksack. Habt ihr das Knacken gerade gehört? Ja, ich hab's gehört. Was ja. Au. Könnt ihr? Ameisel, kannst bereit machen. Nochmal. Okay. Los geht's.
Meine also jetzt weißt du, Damen und Herren, wir werden jetzt gemeinsam überleben. Ich hoffe, ich weiß, wir werden die Runde auch alle überstehen. Hoffentlich vor allem auch Ameise, der die letzten Runden leider alle verstorben ist. Dementsprechend hoffen wir mal auf ganz viel Spaß und Unterhaltung. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen spielen zu können. Und ich hoffe, dass wir alle überleben. Ich klettere auf meiner Küchenzeile hoch, damit ich an die Schränke oben rankomme. Oder ich habe so einen Hocker. Ich habe auch einen Hocker, damit ich an alles rankomme. Der soll sich nicht auf.